Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einem Miele-Gerät die Motorkohlen wechseln könnt. Die Geräte sind etwas unterschiedlich. Ich zeige es euch hier an einem Frontlader. Dort ist es bei allen Geräten ähnlich. Zuerst schraubt ihr links und rechts diese beiden Schrauben heraus, damit ihr die Arbeitsplatte entfernen könnt. Normalerweise sind dort noch kleine Plasteabdeckungen drüber. Die müsst ihr erst entfernen. Bei den neueren Geräten ist es sogar so, dass diese Plasteabdeckung kaputt gemacht werden müssen, sonst bekommt man sie nicht raus. Wenn die Arbeitsplatte abgenommen ist, könnt ihr hier die Blende einfach nach oben ziehen. Logischerweise muss natürlich dafür auch vorher noch die Waschmittelschublade entfernt werden und es befinden sich oben links und rechts je eine Schraube, die dann entfernt wird. Wenn ihr diese Schrauben entfernt habt, nehmt ihr noch den Spannring runter. Ich mache das immer mit einem Schlitzschraubendreher, indem ich unter die Feder heble und ihn dann abziehe. Danach wird die Türmanschette nach innen gedrückt. Das macht sich natürlich wie immer mit beiden Händen besser. Ist der Faltenbalg nach innen gedrückt, wird das Türschloss losgeschraubt. Das sind auch zwei Schrauben. Bei den neueren Geräten sind die teilweise nicht mehr geschraubt, sondern nur eingerastet. Dann werden die Rastnasen nach innen gedrückt und das Türschloss zur Seite geschoben. Unter der Bullaugenöffnung befindet sich dann auch noch eine Schraube. Die müsst ihr logischerweise auch noch lösen, damit die Vorderfront abgenommen werden kann. Und wenn ihr diese Schraube gelöst habt, könnt ihr die komplette Vorderfront nach vorn zu euch klappen und nach oben abziehen. Unten sitzt die nur in kleinen Halterungen. Die Vorderfront legt ihr dann an die Seite, da stört sie euch nicht weiter und dann könnt ihr ins Innere des Gerätes schauen. Unten seht ihr dann den Motor, dort entfernt ihr zuerst die Stecker, danach werden die beiden Schrauben gelöst, um die Abdeckung zu entfernen und dann sind es noch 5 Schrauben und ihr könnt hinten dieses Motorschild entnehmen. In diesem Motorschild befinden sich die Kohlen und hier sieht man es auch schon relativ gut. Eine Kohle ist wesentlich kürzer als die andere, die ist ein wenig verbrannt und ungleichmäßig abgenutzt. Wenn ihr die Kohlen dann einzeln tauschen wollt, entfernt ihr zuerst die Abdeckung über den Kohlen. Die ist nur eingerastet, das macht sich mit einem Schlitzschraubendreher relativ gut. Wenn ihr neue Kohlen bestellt, habt ihr zwar neue Halterungen dabei, oftmals ist es aber so, dass die Halterungen in den Kohlehaltern geteilt sind, also nehme ich persönlich immer die alten Kohlehalter wieder und schiebe die neuen von den neuen Kohlen herunter, drücke die neuen Kohlen in die alte Halterung und dann passt das so, wie es sein soll. Wenn ihr das drin habt, macht ihr das logischerweise auf beiden Seiten. Vergesst nicht, die Kohlen auch wieder anzuschließen. Hinterher kommt dann wieder die Kunststoffabdeckung drüber. Und um die Kohlen leichter einzubauen, schiebt ihr sie bis ganz nach hinten. Dort verhaken die sich dann und ihr könnt letzten Endes dann auch diesen Kohlenhalter wieder anständig am Gerät aufsetzen. Und die Kohlebürsten sind euch nicht im Weg. Hier seht ihr nochmal, wie die Kohlen nach hinten geschoben sind. Dann stören sie nicht. Zum Aufsetzen nehme ich im Normalfall immer beide Hände. Damit hat man eine Führung und kann schauen, dass die Steckanschlüsse seitlich vom Kohlenhalter auch in die vorgesehenen Nasen hineinfahren, sonst ist kein elektrischer Kontakt da. Wie gesagt, das testet man mit den Fingern, dann kann man das ein wenig fühlen. Wenn das ordentlich eingerastet ist, werden die ersten Schrauben angeschraubt. Die steckt ihr alle rein, zieht sie dann fest. Wenn alle Schrauben festgezogen sind, müsst ihr natürlich die Motorkohlen wieder nach vorne drücken. Auch das braucht ein wenig Fingerspitzengefühl. Dafür müsst ihr seitlich in die Halterung für die Motorkohle hineinfahren und etwas nach vorne drücken. Ob das geklappt hat, das hört ihr dann relativ gut, wenn es ein kleines Klackgeräusch gibt. Und danach kann man, bevor man das Gerät wieder komplett zusammenbaut, die Türverriegelung kurz überbrücken mit einem Schraubendreher, mal ein Schleuderprogramm einstellen und schauen, ob sich das Gerät dreht. Wie ihr seht, fängt das Gerät an zu drehen, also war die Reparatur erfolgreich und man kann alles wieder zusammenbauen und mehr ist nicht zu machen.
Wenn ihr Ersatzteile oder weitere Hilfe benötigt, schaut gerne auf meine Seite der-servicetechniker.com. Dort gelangt ihr auf meinen Online-Shop, könnt einige Ersatzteile bestellen und es gibt auch eine Kategorie mit Tutorials, wo die häufigsten Fehler nochmal erklärt sind und eventuell bei eurer Reparatur helfen.